So, 10:45 bereits und ich komme zu spät. Das Navigationsgerät sagt zwar kurz vor 12, aber mal gucken. Ja, Wetter wunderschön, wir haben bereits 19 Grad und der Sommer ist endlich da. Beziehungsweise finally da. Also es war zwar vorher schon zweimal angekündigt, weil es so eine schöne Wetterperiode gab mit über 30 Grad und so weiter, aber diesmal soll er wirklich da sein. Und ja, ab morgen wird es dann die Rest der Woche über 30 Grad. In Hayward natürlich nicht. Es ist ein bisschen anders da, aber hier wird super warm. Ja, heute habe ich zwei Flüge. Einmal mit Erik, den ich havern kann. Da habe ich ja letzte Mal ein YouTube-Video aufgenommen vom kompletten Trainingsflug, damit er mal sieht, wie die Attitude vom Helikopter sich verändert und was der das Ergebnis daraus ist und wie man das ja am besten fixt. Ich habe ihm gesagt, er soll mir das Video mal wieder mitbringen. Mal gucken, ob er es macht, dann werde ich das eventuell mal hochladen, aber eventuell nicht. Ich habe den Helikopter ein, zwei Mal ziemlich überpowert und das muss nicht unbedingt jeder sehen. Ja, sonst wird es mir jetzt schon ziemlich warm. Das wird wahrscheinlich auch im Helikopter nicht anders sein. Mal sehen. Okay, der Stau scheint sich aufgelöst zu haben und ich brauche nur noch eine schnelle 10 Minuten. Das heißt, ich bin tatsächlich genau um 12 Uhr da, wenn es so bleibt. Also, mal sehen. Auf geht's. Es sah fast so aus, als würde ich pünktlich kommen, aber dann kamen plötzlich von hinten 3 Highway Patrol Motorräder angeschossen und 5-6 Fahrzeuge. Wahnsinn. So, fertig im ersten Flug. Der Wind wurde wieder ein bisschen stärker, von daher war die Performance vom Erik nicht so die Glanzleistung, wie ich erhofft hatte. Naja, der nächste Stern kommt um 4, das heißt, ich habe ein bisschen Zeit. Hier der Justin, der ehemalige Instructor, macht immer noch Trouble hier. Nobody meinte nur, er bekämpft ihn auf mehreren Fronten. Und auf jeden Fall, alle seine Studenten sind irgendwie gone. Und er fängt jetzt an, da drüben auch Trouble zu machen, das heißt, der Arbeitgeber von ihm da drüben, wo er die R-44 fliegt, der ist auch jetzt nicht so super happy mit dem. Obwohl er jetzt schwarze Hose und Pilotenhemd mit Schulterklappen und alles Mögliche trägt und so weiter. Naja. Ja, nicht viel zu tun die Woche. Mittwoch komme ich wegen einem Typen rein. Donnerstag auch. Katastrophe. Naja, was soll ich machen? Ich muss mein Logbook jetzt ein bisschen nachholen und mal gucken, was ich mit dem Typen später mache. FedEx hat mich kontaktiert. Jetzt wollen die nochmal wissen, ob ich einen Door-Tag bekommen habe, ob ich die Area kontrolliert habe und so weiter. Ich habe denen auf jeden Fall erstmal eine saftige E-Mail zurückgeschrieben, dass es auf dem Fahrrad zu liegen hat. Denn die meinten, ja, wenn wir nichts rausfinden, dann müssen sie sich an den Sender wenden und mit denen klarkommen und den Procedure folgen, was die haben mit verlorenen gegangenen Paketsendungen. Es ist nicht deren Schuld. Wenn der Fahrer sagt, er hätte das vor meiner Tür abgelegt, obwohl ich zu Hause bin, genau um 3.56 Uhr, wo ich zu Hause war, dann stimmt da was nicht. Regt mich so auf, Mann. So, wir hatten hier ja ständig und immer wieder Probleme im Internet. Es fällt immer wieder aus. Und am Donnerstag sollen wir angeblich neues Internet bekommen. Bin ich mir sehr gespannt. Das wird so einiges erleichtern hier. Dann kann ich auch weiterhin Videos mal hochladen, denn mittlerweile bin ich, keine Ahnung, eine Woche hinten. Mehr als eine Woche. So, ich bin gerade nach Livermore geflogen mit dem Marc. Und jetzt macht er den gleichen Flug nochmal alleine. Bin mal sehr gespannt, ob er es schafft, denn mit dem zusammen, das war eben keine Glanzleistung von dem. Besonders nicht die Radio Calls. Naja, mal sehen. So, der Student ist wieder sicher zurück und gelandet. Alles wunderbar. Seine Performance bei der Landung soll in Livermore noch wesentlich besser gewesen sein als mit mir. Naja, keine Ahnung.
Und da ist der Teufel los gerade bei Livermore, denn was wir bei einem Einflug in Richtung Livermore gesehen haben, die Hügel sind ja alle braun. Und das Braune ist ja trockenes Gras. Da brennt's. Also da steht ein ganzer Hügel in Flammen. Und die ganzen News-Helikopter sind da und die Feuerwehr ist da und ich glaube, die dampfen auch Wasser vom Flugzeugen. Weil da ist ein großer Bereich jetzt mittlerweile in Flammen. Und das passiert halt, wenn es knochentrocken ist und die Wärme kommt. Ja, wir haben den Rauch gesehen, aber da war noch nichts los. Aber jetzt ist da scheinbar der Teufel los. Also, ab auf die Autobahn. Knapp 2 Stunden wird es wieder nach Hause. Hab ich gerade gecheckt, wenn ich jetzt gleich losfahre. Ja, 1 Stunde 37. Bin ich jetzt wieder um 8 Uhr zu Hause. Nach 8. Tanken muss ich vielleicht auch noch. Morgen ein Flug nur, ey. Mit dem Mick auch noch. Naja, aber der Mick, der hat eventuell die E-Mail vom Justin bekommen, von diesem Asshole-Instructor. Von daher werde ich von dem eventuell mal die E-Mail bekommen, die der Justin rumgeschickt hat. Und die will ich ja immer mal, wollte ich immer schon mal sehen, beziehungsweise auf die warte ich ja. Also, bleibt spannend. So, ich bin zu Hause. Finally. Um 20 nach 8. Natürlich ist jetzt genau Sonnenuntergangszeit, Viertel nach 8 und ein bisschen später. Und die Lehrer haben mich gefragt, wie sieht denn der Himmel aus? Und ich musste sagen, ja, der sieht gar nicht schlecht aus. Essen ist fertig, alles ist vorbereitet. Ich sehe die Butter hier, ich sehe die Spieße hier für den Mais. Alles ist ready. Das riecht schon wieder lecker nach Mais. Und das ist diesmal weißer Mais und nicht gelber Mais, aber der ist genauso süß. Und das Fleisch, was wir auf dem Grill hatten, das wurde aufgewärmt im Crockpot und der Salat steht bereit. Alles ist bereit. Ich bin zu Hause, die Lilian braucht noch ein bisschen, aber egal. Oh, bin ich im Sack. Morgen habe ich nur einen einzigen Flug mit dem MiG von 11 bis 1. Katastrophentag. Naja, was soll ich machen? Lilian ist zu Hause und ich bin geduscht. Wir haben 20 vor 9, Viertel vor 9 fast. Und jetzt gibt es endlich Essen. Ich hoffe, es ist noch nicht alles allzu kalt, aber das macht auch nichts. Solange der Maiskolben noch warm genug ist, um Butter zum Schmelzen zu bringen, alles ist gut.